nee. Doch wenn ich etwas weiß, dann lass ich diesen Monat noch 1 Euro überhabe. Wenn es sein muss, überfahre ich das gottverdammte Sparschwein von einem 10-jährigen Kind. Oh, hey, mag sein, dass das nicht so cool ist, ja. Doch über ein kleines Dankeschön freut mein Mieter sich bestimmt, ja. Denn das Geld für diesen Monat ist ja irgendwie schon weg. Denn ich habe wieder bisschen viel bestellt, ah. Und jeder Cent wird gecheckt, ey, das Cash, das ist weg, Junge, ich bin broke. Denn das Geld für diesen Monat ist ja irgendwie schon weg. Ich habe wieder bisschen viel bestellt, und jeder Cent wird gecheckt, ey, das Cash, das ist weg, Junge, ich bin broke. Bisschen doof gelaufen, ich bin raus in der Woche. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es gerät außer Kontrolle. Ich meine, wie? Ich hab mir nur ein Hoodie bestellt, und auf Steam war da halt so coole Spiele im Angebot. Ey, ich hab mich bisschen verschätzt, wegen mir ist die Zugtoilette dafür immer besetzt. Ich glaube, ich kann das nicht alleine, such mir lieber eine Frau, und dann wird der Ring mal easy auf eBay verkauft. Denn das Cash für diesen Monat ist ja irgendwie schon weg, denn ich habe wieder bisschen viel bestellt, und jeder Cent wird gecheckt, ey, das Cash, das ist weg, Junge, ich bin broke. Denn das Cash für diesen Monat ist ja irgendwie schon weg, denn ich habe wieder bisschen viel bestellt, und jeder Cent wird gecheckt, ey, das Cash, das ist weg, Junge, ich bin broke. Junge, es ist 3 Uhr morgens, wieso rufst du mich an? Ja, ich weiß, tut mir leid, aber pass auf, okay, ich habe wirklich großen Hunger. Okay, und warum gehst du mir auf den Sack, anstatt dir was zu essen zu machen? Ich würde ja gerne, aber ich habe nichts mehr da und Geld habe ich auch gerade keins. Hast du nicht erst vor kurzem deinen Lohn bekommen? Denn das Geld für